ein Köpfchen. So, sehr schick. Und jetzt packen wir die eine Pfote hier durch. Okay. Zack. Jetzt die andere. Sehr gut. Ah, siehst so schick aus. Und hier ist die zweite Schicht für den Winter. Feuer. Kopf rein. Mila, komm zurück. Mila. So. Hier oben durch. So, jetzt gehen wir raus. Was hat das mit Kitesurfen zu tun? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Folge haben wir ja Mila gesehen und Mila hatte sich spezielle Klamotten für den Winter geholt und genauso ist es ja beim Kitesurfen auch. Es gibt ja sogenannte Winterneoprenanzüge, die so um die 6 mm dick sind. Mila, willst du dich setzen, dann bist du nicht mehr im Bild. Nee, willst du nicht. Okay, machen wir weiter. Genau, also es gibt ja Winterneoprenanzüge. Es gibt aber eine Möglichkeit, womit ihr das ganze Jahr über in Deutschland im stehtiefen Wasser kiten könnt, ohne einen Neoprenanzug zu haben. Bei mir war es nämlich damals so, die erste Ausrüstung kostet einfach unwahrscheinlich viel Kohle und ich hatte einfach nicht das Geld, um mir dann nochmal im Winter einen Winterneoprenanzug zu kaufen, zumal ja auch so ein Winterneo oftmals schnell 200 Euro mehr kostet als ein normaler Neo. Das war definitiv nicht drin, also habe ich eine Lösung gebraucht. Und diese Lösung möchte ich dir gerne in dieser Folge einfach mal vorstellen. Unabhängig davon, ob ihr jetzt einen Winterneoprenanzug habt oder nicht, braucht ihr definitiv folgende Zubehörteile. Es sind einmal Neoprenschuhe, da mal eben by the way kurz erklärt, wenn ihr euch welche holt, dann würde ich im Winter so um die 5 mm tragen und ich würde, wenn ich jetzt keine Fehlstellung vom Fuß habe oder irgendwelche Probleme mit meinem Nagel am Fuß habe oder sowas, würde ich halt immer einen Split nehmen, da habt ihr besseren Halt im Board. Ich mache aber nochmal eine separate Folge zu Neoprenschuhen. Dann solltet ihr Handschuhe nehmen, um die 3 bis 5, 6 mm. Die meisten Leute nehmen 3 mm Handschuhe. Ich selber finde 5 mm ziemlich geil, weil die einzige Stelle, wo ich im Winter friere, sind meine Fingerspitzen. Dann Zubehör Nummer 3, und da kommen wir jetzt auch schon zu dem, was ich euch heute zeigen möchte, ist die Haube. Bei Hauben gibt es zwei verschiedene Modelle im Großen und Ganzen. Ihr könnt euch einfach mal merken, es gibt einfach eine normale Haube, die einfach nur bis hier geht, ja, hier aufhört. Bei dieser Haube, das haben nicht alle Hauben, gibt es die Möglichkeit, einen Teil der Haube nach innen zu stecken und den zweiten Teil einfach da drüber zu stecken. Das verhindert, dass nicht ganz so viel Wasser in den Neoprenanzug reinkommt. Aber jetzt kommt die Lösung, die ich benutze. Und zwar sieht nicht geil aus, funktioniert aber super. Das ist eine solche Haube mit so einem, ich sag mal, Lätzchen dazu. Das Gute dabei ist, ihr könnt dieses Lätzchen in den Neoprenanzug reinstecken. Und jetzt kommt es in Verbindung mit dem nächsten Zubehörteil. Ein sogenannter Thermoshorty. Der ist um die 1 mm dick und den könnt ihr unter den Neoprenanzug anziehen. Pass auf, und jetzt folgendes. Schauen wir uns das doch mal an. Ihr zieht das hier über und dann, wenn ihr das hier übergezogen habt, dann ist das total bündig
Und ihr habt keinen, sollte mal Wasser in den Neoprenanzug reinkommen, dann habt ihr kein kaltes Wasser direkt auf der Haut. Ganz genau so. Einfach nur ein 4mm Neoprenanzug, 1mm Thermoshorty, eine Haube mit so einem Lätzchen dran, Neoprenhandschuhe und Schuhe. Habe ich 4 Jahre lang jeden Winter in Deutschland benutzt und ich bin immer bei 0 Grad sogar aus Wasser gegangen und das war überhaupt kein Problem für mich. Wie gesagt, die einzige Stelle, wo mir kalt war, war an den Fingerspitzen. Ihr solltet natürlich dabei darauf achten, dass ihr in einem Stehrevier unterwegs seid. Das bedeutet, wenn ihr stürzt, dass ihr einfach nicht zu lange mit eurem Körper im Wasser, im kalten Wasser drinne liegt. Ansonsten, ich war auch schon mehrere Minuten im kalten Wasser und mir ist nicht sofort irgendwie kalt geworden am Körper und es hat super funktioniert. Ich habe mir einfach jetzt in dieser Saison, das ist jetzt wirklich die erste Saison, wo ich ein, Mila, komm mal her, wo ich einen Winterneoprenanzug anhab. Also jetzt habe ich aktuell einen ProLimit 6mm Mercury-Anzug in schwarz. Den trage ich jetzt aktuell, aber den habe ich mir einfach gegönnt. Also temperaturmäßig oder sowas hätte er nicht sein müssen. Mila, komm mal her. So, setz dich mal. Also ich hätte mir den Neo nicht unbedingt kaufen müssen, sondern ich habe ihn mir einfach nur gegönnt. Und ja, wie gesagt, was ich damit sagen möchte, ist, viele Leute kennen diese Thermo-Shorties nicht und diese Hauben mit Lätzchen, ja, aber diese Thermo-Shorties und wissen die nicht so richtig anzuwenden. Es ist nicht die allerbeste Lösung, aber es ist halt etwas, was funktioniert, wenn ihr total mit dem Kitesurfen angefixt seid oder von dem Kitesurfen angefixt seid und ihr unbedingt aus Wasser wollt für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, könnt ihr das auf diese Art und Weise machen, ohne euch für viel Geld einen Winterneoprenanzug zu kaufen und einfach mal irgendwie eine halbe Stunde das Wasser rocken. Vielleicht, so mache ich das zumindest, wenn ich im Winter raus muss, weil es einfach nicht anders geht, weil ich aber so richtig Bock drauf habe, dann ist es auch so, dass ich einfach nur die Sachen auf dem Wasser mache, die ich kann. Und ich übe bei solchen Temperaturen jetzt keine Sachen, wo ich permanent im Wasser drinne bin. Also, abonniere meinen YouTube-Kanal.